Herzlich willkommen zum Jörg Löhr Podcast. Herzlich willkommen hier beim Jörg Löhr Podcast Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung. Und wir sind hier bei unserer Deutschlandtour zusammen mit Joey Kelly im wirklich sonnigen, schönen Leipzig hier. Und ich freue mich wirklich sehr, denn ich habe hier zwei Ikonen neben mir, das darf ich wirklich sagen, des Handballs männlicher und weiblicherseits, wobei da dann doch ein paar Jahre dazwischen liegen. Und da hat sich's einfach, war schon ein Muss, dass ich mit euch ganz einfach rede. Von wem rede ich? Ich rede zum einen von Katja Kamacik. Man darf sagen, eine, es gibt sogar manche, die sagen, die weltbeste Torhüterin, die wir haben. Und dann aus den 70er, 80er Jahren, da hieß es genau dasselbe von dir, lieber Wieland Schmidt. Herzliches Dankeschön, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt. Ja. Ja, Wieland, also ich möchte vielleicht Katja und Wieland ein bisschen vorstellen für alle, die nicht permanent mit Handball zu tun haben, wobei das eine ganze Menge normalerweise sind, und auch der nicht nur Handballfan, der dürfte mit euch was anfangen können. Aber vielleicht noch ein paar Dinge zu dir, liebe Katja, 140-fache Nationalspielerin. Ich weiß, das ist eine lange Zeit. Bei mir war nach 94 Spielen war hier Ende 140, und bist zweimal Handballerin des Jahres geworden, dreimal deutsche Meisterin, zweimal deutsche Pokalsiegerin. Und das Spannende, vielleicht können wir dann nachher noch ein bisschen zu deinen Berufsaussichten was sagen. Du studierst, glaube ich, Sportpsychologie. Und eine sehr spannende Sache. Und mit dabei auch, wie gesagt, Wieland. Wieland hat, und jetzt liest sich das wirklich, die Agenda, dass man eine Gänsehaut kriegt, dreimal Handballer des Jahres, sechsmal DDR-Meister, zweimal DDR-Pokalsieger, mehrfacher Europacup-Sieger, 1980 Olympiasieger in Moskau, 276 Länderspiele. Wenn ihr jetzt mal so zurückdenkt an diese doch sehr lange und auch wirklich von Ereignissen, wirklich mit tollen Ereignissen gekennzeichnete Zeit, Katja, was für ein Ereignis, sportliches Ereignis ist dir so am präsentesten aus deiner Karriere? Karriere, das klingt immer so abgeschlossen. Du bist gerade noch in Leverkusen in der Bundesliga aktiv, hast aber dann Mitte des Jahres, glaube ich, wirst du einen Punkt setzen. Da verlagert man, glaube ich, nicht zu viel. Genau. Es sind jetzt noch 6 Spieltage. Also man kann schon sagen, es ist kurz vorm Karriereende. Aber ich blicke auf eine super schöne Zeit zurück. Mhm. Und für mich sind vor allen Dingen die Großereignisse oder die ganz, ganz wichtigen Spiele, das sind die ich im Kopf behalte. Die Olympischen Spiele 2008, da war ich dabei. Und allein so diese Einlaufzeremonie, das gibt jetzt noch ein Gänsehautgefühl, was ich super gut zurückfühlen kann. Und diese Spiele mitzuerleben, das war einer meiner großen Highlights. Und dann natürlich die vielen Finalspiels um die deutsche Meisterschaft, viele Spiele in den Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, die habe ich in super guter Erinnerung. Und das sind so viele Learnings, die ich da auch als Sportler mit rausnehme. Und da blicke ich mit großer Dankbarkeit zurück. Ja, das kann ich nur nachvollziehen. Auch ich habe eine Menge wirklich mitnehmen können. Da kommen wir gleich vielleicht nachher noch drauf. Wieland, eine Sensationskarriere. Du bist gefeiert worden da hinten im Tor. Das war eine Bank. Da sprach man davor, da ist jemand, der nagelt das Ding einfach zu. Was sind so deine schönsten Erlebnisse gewesen? Also man muss sagen, das olympische Finale war schon, also steht über alles. Und gerade in dieser Folge, wir haben die Verlängerung erreicht gegen eine unbändige sowjetische Truppe, und ich habe den letzten entscheidenden Ball gehalten und wir sind Olympiasieger geworden, was keiner sich erträumt hatte. Und wir haben das Ding gepackt, das war schon, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut, denn ich weiß noch, ich habe das im Fernsehen gesehen. Und wenn man das erlebt, wie dieser Ball dann gehalten wird und wie diese Freude dann explodiert und wie es wirklich so ein Meilenstein für die Geschichte ist, ich habe wirklich jetzt an beiden Armen Gänsehaut, unglaublich. Jetzt hast du ja schon angedeutet, Katja, man hat viele Learnings aus dem Sport. Was waren so die Dinge, die der Sport dir gegeben hat? Ja, zum einen glaube ich, dass der Sport enorm den Charakter
formt. Also du hast ein Ziel, du setzt dir ein Ziel im Leben und du musst halt sehr diszipliniert mit viel Ausdauer, aber auch sehr viel Leidenschaft dieses Ziel verfolgen. Und ich glaube, das große Learning, was einen auch irgendwie aufs Leben, aufs gesamte Leben vorbereitet, ist es, mit Niederlagen umzugehen. Ja. Niederlagen sind einfach Teil deines Lebens und dann ist es egal, ob du ein Spiel verlierst oder eine Meisterschaft oder ja, ob du vielleicht eine Präsentation in der Firma eben ja, einfach nicht gut meisterst oder vielleicht den Job, den du möchtest, nicht bekommst. Also da lassen sich super viele Vergleiche ziehen und ja, mit Niederlagen umzugehen und immer am Ball zu bleiben, zu wissen, dass Niederlagen einen auch nur besser machen, das war für mich so eines der größten Learnings in der Karriere. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Wir werden heute im Vortrag auch nochmal darauf eingehen. Da gibt es so ein markantes Zitat von Churchill, der mal so treffend sagte, Erfolg heißt einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und da ist tatsächlich unser Sport, der Handball, eine unglaubliche Lernmaschine schon fast, immer wieder sich aufzurichten, neu zu motivieren. Was hat dir der Sport gegeben, Milan? Ist so ähnlich wie bei Katja. Also über die Niederlagen lernst du oder sich durchzubeißen. Ich bin damals zum Handball gekommen, die wollten mich gar nicht haben. Und haben die gesagt, wir nehmen nur den Großen und ihr Kleinen könnt wieder nach Hause gehen. Und da habe ich gesagt, denen werden wir es zeigen. Ja. Und ich habe mich da durchgebissen. Das war eine Sache, als ich klein war. Und als ich dann erwachsen wurde und hab Niederlagen gehabt, da habe ich gedacht, das geht nicht. Du musst besser sein, du musst besser als die anderen sein. Du musst noch ein bisschen mehr im Training machen. Das habe ich gemacht. Und als ich dann aufgehört habe, mit Handball zu spielen und bin dann in einer Firma gewesen und habe dort für das regionale Marketing war ich verantwortlich von der Postbank und habe dort meinen Mann stehen müssen, was nicht immer einfach war. Und ich habe auch Niederlagen dort gehabt. Ich habe mir wirklich mal, abends habe ich mir das olympische Finale angeguckt und habe gesagt, Mensch Schmidt, du hast was drauf. Du gehst morgen wieder hin, du zeigst den und legst da noch eine Schippe drauf. Und genau so war es. Ich habe da mich durchgebissen, ich habe mehr gemacht als die anderen, hatte viel Erfolg gehabt. Und das hat mich da also vorangebracht, gerade dieser Handballsport. Das ist sehr interessant auch für mich von euch zu hören, weil wenn ich so auf Kollegen, die im Sport wirklich Spitzenleistungen gebracht haben, so zurückschaue mit so ein, zwei Jahrzehnten Abstand, dann stelle ich immer fest, es gibt zwei Lager, die meinen, man hat was geleistet und jetzt geht es einfach so weiter. Das sind die dann durchgereicht werden, sage ich manchmal. Und dann gibt es die verstanden haben, was sie rausziehen können. Und die findest du immer wieder in anspruchsvollen Positionen. Die haben das wirklich, wirklich auf eine besondere Weise ins Handeln gebracht. Was war für dich, Katja, der Punkt, wo du sagtest, da hat es so einen Durchbruch gegeben? Gab es so was Spezielles für deine Karriere, wo du sagtest, als das passierte? Oder was waren es deine Eltern? War das ein Mentor, ein Trainer, der dir diesen Kick wirklich in diese Leistungsklasse gegeben hat? Ja, ich muss schon sagen, dass es immer Menschen gab, die mich gefördert haben. Und ich auch als Mensch oder als Persönlichkeit jemand bin, der auch Menschen sucht, von denen er lernen kann. Ich glaube, dass mich das auch auszeichnet und dass mich das auch vorangebracht hat. Da gehört sicherlich auch ein bisschen Glück zu, auch mal einen Trainer zu haben, der das erkennt, was auch in dir steckt. Da gehört aber eben auch viel Persönlichkeit dazu, dass du nie aufgibst, dass du immer dranbleibst, dass du dir neue Ziele steckst. Und selbst wenn du ja, zum Beispiel Nationalspielerin bist, dass du dann weitergehst, dass du dich darauf nicht ausruhst, sondern dass du dir die nächsten Ziele suchst und dass du dich immer versuchst, auch selbst zu optimieren, so dein ganzes Potenzial in dir selbst zu wecken. Und ja, ich glaube, dass das ganz entscheidend ist für einen Sportler, der ganz oben in der Weltspitze ankommt. Ja. Also wenn man euch beide so erlebt, ihr seid ja wirklich auch jemand, der sich auf den Punkt motivieren kann. Was war so dein Geheimnis, auf den Punkt fit zu sein, auf den Punkt wirklich diese innere Anspannung zu haben, um dann im Tor, im Spiel, egal ob in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft, dann zu explodieren? Also ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet auf die Spieler. Ich konnte mich in die Spieler hineinverdenken und habe immer den gleichen Ablauf gehabt. Mein Ablauf war immer, dass ich mich ausgeruht habe, hochkonzentriert dann zum Spiel gegangen bin, mich nur auf die eine Sache fokussiert habe und dieser Ablauf war immer identisch. Und somit habe ich auch keine Ausrutscher gehabt. Ich bin da genauso drauf zugegangen, ich wusste, worauf ich achten muss
Und obwohl ich einen sehr, sehr hohen Druck hatte, ich musste eigentlich immer gewinnen. Ich musste immer mal mit 7 Meter, 2 7 Meter halten, sonst war ich nur Durchschnitt. Das hat ihn auch schon ein bisschen mitgenommen, aber ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet und war dann auf den Punkt genau, war ich immer da. Obwohl ich sehr, sehr nervös vorher war, aber als der Anpfiff kam, da war... Sehr spannend, was du sagst mit den Ritualen. Und das stelle ich fest, wenn ich auch Koryphäen im Sport wie ihr, aber auch Koryphäen in der Wirtschaft mir anschaue, die haben ganz klare Rituale. Also wenn du Top-Leute angeschaut hast zu Lebzeiten, Steve Jobs oder Mark Zuckerberg jetzt von Facebook, die haben morgens einen ganz klaren, ritualisierten Ablauf, um wenig Energie zu vergeuden, um sehr schnell reinzukommen. Bei Zuckerberg heißt es ja sogar, der zieht immer dasselbe T-Shirt an, also dasselbe nicht, in dem Fall muss ich sagen, das gleiche. Ich nehme mal an, bei dem Milliardenvermögen wird er von dem gleichen ein paar mehr haben. Aber der will morgens gar keine Zeit verlieren. Und da, das ist sehr spannend, auch diese Rituale. Ein Branson, der geht morgens 5.45 Uhr laufen. Tim Cook, der aktuelle Chef von Apple, der 3.45 Uhr klingelt der Wecker. Dann geht's die ersten Mails international, dann geht's ins Fitnessstudio und dann beginnt der seinen Tag. Ganz klar ritualisiert. Katja, hat dir der Sport auch irgendwas oder dich verpassen lassen? Wir reden ja oft nur über das, was er uns gibt und das ist eine ganze Menge. Aber gibst du, zum Beispiel bei mir war es so, wenn ich mich zurückerinnere, dass ich nie ein Jahr ins Ausland fahren konnte. Also ich wäre so gerne mal ein Jahr in Amerika gewesen, aber ein Jahr Pause im Spitzensport und du fängst ganz woanders wieder an. Gab es da was bei dir? Ja, das Gefühl ist schon da. Wenn man natürlich sieht, was andere machen können, und du hast ja gerade angesprochen, ich hatte nie die Möglichkeit, zum Beispiel nach der Schule mal ein Jahr in Austausch zu gehen oder einfach mal so Travel and Work zu machen. Wir sind ja im Handball, sind wir ja sehr froh, wenn wir im Sommer irgendwie mal so einen 3-Wochen-Block frei haben. Das war es dann auch schon an Urlaub. Ich war noch nie im Winterurlaub beispielsweise. Das wird dann sozusagen mein erstes Mal im nächsten Jahr. Jetzt Ende 2018. Genau. Das erste Mal auf Skiern stehen und solche Sachen sind natürlich, solche Sachen vermisst man, genau wie auf jede Party vielleicht auch mitnehmen. Ja. Wenn man da in der Jugendalter schon sehr früh drin ist, in der Profimannschaft, dann sind das Dinge, die man natürlich verpasst. Aber so wie alles im Leben, die Medaille hat eben 2 Seiten. Und unsere Seite ist eben diese Priorität zu haben, eben Sportler zu sein und diese Priorität zu haben, auf dem Feld das leisten zu können, was man einfach drauf hat, sein Leben danach ausrichten zu können, eben trainieren zu können und das wirklich machen zu können, wofür man sich vielleicht berufen fühlt. Ja, toll. Jetzt hast du ja Jahrzehnte miterlebt, Wieland, wie der Sport sich verändert hat. Wie hat sich der Handball aus deiner Sicht verändert? Vom Spitzensport damals, du hast ja jetzt gerade die Handballnationalmannschaft in Leipzig auch erlebt, als sie gegen Serbien gewonnen haben. Wie siehst du das Ganze? Also ich glaube, ich hätte jetzt nicht mehr so viele Chancen im Tor, so erfolgreich zu sein. Also mit meiner Reaktion. Also das kann jetzt niemand sehen. Katja winkt gerade ab, weil sie sagt, das stimmt nicht. Und da kann ich ihr nur zustimmen. Der wäre heute immer noch ganz vorne. Aber wenn man die Athletik sieht, wenn man die, die körperlichen Maße sieht, 2 Meter ist normal. 100 Kilo ist auch normal bei vielen. Und wenn da 100 Kilo auf dich drauf zukommen und ich damals, jetzt ein bisschen mehr, mit meinen 80 Kilo, da hatte ich schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Das ist sehr, sehr schnell geworden. Es wären über 50 bis 60 Angriffe gelaufen. Das hat man damals in Magdeburg auch schon gemacht. Nicht ganz so viel, aber es ist schneller geworden. Und die Leute ringsherum, die sind weiterhin, die Fans sind, die Hallen sind größer. Und man muss natürlich jetzt viel, viel mehr Spiele machen. Man muss eine gute Kondition haben und Ausdauer haben. Also ist schon ganz schön schwierig. Und bei uns damals, du weißt es selber, Wochenende haben wir unser Spiel gehabt und dann konnten wir uns wieder auf das nächste Wochenende vorbereiten. Ja, wobei ihr habt auch eine Menge Europacup-Spiele gehabt. Und Länderspiele noch dazu. Aber heute ist es schon ein bisschen athletischer, oftmals auch professioneller geworden. Ja. Es gibt viele Trainer,
die im athletischen Bereich extra für die Spieler zuständig sind oder in der, die Physiotherapeuten. Und das hat sich ein bisschen verändert. Da habe ich eine tolle Story erlebt. Damals mit Vlado Stenzel, mit dem Deutschland der 78 war es Weltmeister dann wurde. Und ich habe ihn dann erlebt, Vlado Stenzel in den 80er Jahren. Und er war ja der Trainer, der als erstes so die großen Spieler gemacht hat. Und dann fragte mal ein Reporter ihn, warum er denn große Spieler sie nimmt. Und dann hat er so schön zu dem Reporter gesagt, hör gut zu, Mann, ja, es ist leichter, große Spieler beweglich zu machen, als kleine wachsen zu lassen. Und da ist was dann, wenn man heute die Spieler sieht, wie du sagst, WLAN, 2 Meter, athletisch, gut beieinander, beweglich, ohne Ende. Also das ist schon toll. Jetzt hast du ja die Förderung, Sportförderung in der DDR erlebt, warst ja da ganz vorne mit dabei. Und als dann am 9. November 89 die Mauer gefallen ist und dann ein Jahr später, 3. Oktober dann 90, die Wiedervereinigung kam nach wirklich Jahrzehnten des Auseinanderdividiertseins. Wie hast du das damals aus deiner Sicht im Spitzensport erlebt? Ja, ich war glücklich. Weil ich wollte damals, oder ich habe das Angebot gehabt, damals 88 schon nach Barcelona zu gehen für eine ganz, ganz große Summe. Und mein Fable war eigentlich mal früher, ich wollte Sprachen lernen. Ich wollte Spanisch lernen, ich wollte Englisch lernen. Das ist mir damals nicht gegeben worden. Russisch einigermaßen noch, aber diese Sprachen nicht. Und ich war ja dann zwischenzeitlich auch mal in Island, habe da die Torhüter ausgebildet und die Trainer ausgebildet im Torhüterbereich. Und da war ich mit meiner Frau immer noch zu Hause und wir haben zu Hause gesessen und viele sind rausgefahren und weg gewesen. Wir wussten ja gar nicht, wie es weitergeht. Und da habe ich schon gedacht, ach, jetzt wir verpassen den Absprung. Aber dann kam ja die Sache, dass dann so ein kleiner, dicker Manager vor meiner Tür stand und hat gefragt, ob ich nochmal nach Hameln, in Hameln spielen will. Und da habe ich das nochmal gemacht und gleichzeitig mit meiner beruflichen Ausbildung genutzt, um dort zu spielen. Und dann warst du ja in Hameln und dann auch noch in Minden in deiner Karriere, bevor du dann wieder ein paar Jahre später dann, Gottlob, in den Trainerbereich dann gewechselt bist. Wenn du jüngeren Spielerinnen, Spielern einen Tipp gibst, so mit deiner Erfahrung des Leistungssports, was würdest du denen für wichtige Botschaften mitgeben, um wirklich durchzustarten? Also mir ist es bei Sportlern im jungen Alter vor allen Dingen wichtig, dass sie richtig Spaß haben. Ich sehe einfach viele junge Sportler, die selbst auf der Sportschule sind, wo ich nicht erkenne, dass sie richtig Spaß haben. Ich habe das Gefühl manchmal, dass es aufgezwungen von den Eltern und dann zu sagen, hey, ihr seid so jung, ihr sollt das machen, was euch Spaß macht. Und wenn es Handball ist, super, dann kommt in die Halle und habt einfach Spaß. Und klar, wenn es dann professionell wird, dann ist es einfach entscheidend, dass da Spielerinnen da sind, die sagen, ich habe dieses Ziel, Nationalmannschaft beispielsweise, oder ich habe das Ziel XY und dafür gebe ich einfach alles, dafür brenne ich und ich weiß, dass es ein Auf und Ab wird, weil es ist so. Es ist wie das Leben, es geht hoch und runter, es gibt Niederlagen und Verletzungen, aber es gibt auch so viele so schöne Momente. Und dass der Sport einen sehr, sehr viel auch in der Persönlichkeit geben kann. Ich finde aber vor allen Dingen ist wichtig, dass die Sportler sagen, ich habe das Ziel und das verfolge ich mit aller Leidenschaft. Das, was du sagst, finde ich total interessant, auch diesen Spaß haben. Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, 11 Fußball-Bundesligisten mental betreuen dürfen und ich erlebe ganz wenige Spieler, die da wirklich für sich anerkennen, was das für eine grandiose Möglichkeit ist, mit dem, was sie gut können, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen und diese Zeit auch zu genießen. Viele merken dieses ganze Training auch als Belastung. Nicht alle, Gottlob, aber da kann ich nur unterstreichen, weil Spitzenleistung beruht, glaube ich, auch auf diesem Leuchten im Auge, diesem Spaß. Was würdest du, Wieland, jungen Menschen mitgeben, wenn sie sagen, ich will durchstarten? Was sind deine Botschaften so an junge Menschen? Also ich habe damals schon, zu DDR-Zeiten habe ich schon Foren geleitet und habe den Leuten mitgegeben, was sie für tolle Events erleben können, für tolle Reisen, was für eine Anerkennung du bekommst, welche Möglichkeiten du denn auch hinterher hast, aus diesem Sport deine Fähigkeiten mitzunehmen. Aber ich muss das Gleiche sagen, was Katja gesagt hat. Wenn du keinen Spaß hast und kein Ziel hast, kannst du das heutzutage nicht erreichen. Und wenn ich als Torwarttrainer jetzt arbeite und ich komme manche Torhüter zu mir und ich sehe schon, ob die Lust haben und Spaß daran, mit mir zu trainieren,
ich muss dann sagen, vielleicht ist es doch nicht dein Ding. Mhm. Aber diejenigen, die bei mir wollen, was lernen wollen, auch vielleicht nicht die Technik noch nicht haben, die habe ich am liebsten, weil die kann ich schnell voranbringen. Ja. Die lernen viel, die sind ehrgeizig, die lernen zu Hause, machen weiter und kommen beim nächsten Mal, kommen die an und versuchen das, was ich ihnen mitgegeben habe, umzusetzen. Und das lernst du als Sportler. Und wenn man natürlich mit Katja jetzt zusammen trainiert hat, dann kann ich nur sagen, sowas macht Spaß, ja, auch als Trainer. Und Andi Thiel, wo sie jetzt trainiert, der hat mir auch so gesagt, Wieland, endlich habe ich auch eine Torhüterin, wo es mir wieder Spaß macht, die zu trainieren. Und dann haben beide was davon. Und das ist natürlich das Wichtigste, was uns als Sportler begleiten kann. Ja. Und Andreas Thiel, für alle, die Handball erst seit kürzerem schauen, der war zu meiner Zeit dann auch aktiv. Ich durfte ein paar Mal öfters mit ihm in der Nationalmannschaft spielen, mit dem schönen Spitznamen der Hexer. Ja. Und der weiß seine Zeit, ich glaube Rechtsanwalt ist er, auch sehr einzuteilen und mit wem macht er das Ganze. Und das spricht ja wirklich sehr für dich, Katja. Nicht nur der Einsatz, deine Karriere, sondern auch was du jetzt planst. Ich glaube, während der Karriere mal kurz unterbrochen, um deinem Sohn das Licht der Welt zu zeigen, dann wieder eingestiegen, wieder erfolgreich. Und jetzt Sportpsychologie im Studium. Wo geht für dich die Reise hin? Ich habe 2016 schon das Studium in Halle begonnen mit der angewandten Sportpsychologie. Mhm. Und dafür interessiere ich mich schon viele Jahre, weil ich natürlich auch als Sportler gemerkt habe, vielleicht aber auch speziell als Torhüter, weil die mentalen Fähigkeiten im Tor sind, finde ich, nochmal ja, sehr ausschlaggebend. Und ich mich früh dafür interessiert habe, wie kann ich meine mentale Stärke ausbauen, was kann ich so für Methoden, was kann ich für Tools irgendwie lernen. Ja. Und habe festgestellt, okay, ich möchte das professionell machen und ich möchte es auch an Sportler, aber auch ja, vielleicht auch den Weg in das Unternehmen, in die Wirtschaft finden, weil ich finde, dass man sehr viele Sportler-Sachen, Sportler-Tools, viel Erfahrung aus dem Sport eben auch in die Unternehmerwelt übertragen kann. Deswegen das Studium. Mhm. Und ja, ich möchte ab Sommer diesen Weg für mich vorbereiten und diesen Weg eben gehen als Coach, als Berater. Und das ist in dem Fall, darf ich sagen, weil wir ja auch eine Coaching-Ausbildung haben und wir da sehr mit im Fokus sind, es ist immer mehr gefragt von den Unternehmen. Insofern kann ich dich eigentlich nur befeuern, diesen Weg weiterzugehen mit deiner Historie und auch mit der Ausstrahlung, die du hast, um anderen in Wirtschaft und vielleicht auch Sport zu helfen. Gibt es da von dir Fragen, wenn ich fragen darf? Weil da können wir mal den Spieß umdrehen. Weil bisher durfte ich ja nur euch fragen. Ja, ich glaube, wenn man so am Start steht, ja, dann ist natürlich eine der ersten Fragen, die man hat bei so einem erfolgreichen Unternehmer, wie du es bist. Was würdest du einem Anfänger raten, mhm, oder was war auch vielleicht für dich eines der besten, oder was hat dir beim Starten am meisten geholfen? Also ich glaube, als erstes ist es bezogen auf das Coaching wichtig, dass man die Werkzeuge hat. Ihr habt viel richtig gemacht, weil sonst wärt ihr nicht so erfolgreich. Ich lerne viele Unternehmer kennen, die ebenfalls viel richtig machen, aus dem Gefühl raus. Aber oft weißt du nicht, ist das jetzt so alles wirklich top? Und da lohnt es sich einfach, diese Werkzeuge für sich mal ganz systematisch zu erlernen, um sie dann in der entsprechenden Situation gezielt einzusetzen. Denn was heißt Coaching? Coaching heißt eigentlich, ich mache andere Menschen erfolgreich. Da ist eine Person, die steht an dem Punkt, die will dorthin und jetzt gibt es Schwierigkeiten. Wie kann ich ihm helfen mit Strategien, mit Ressourcen, dass er die entdeckt, um zu seinem Ziel zu kommen? Das ist natürlich ein wunderbar dankbarer Job. Wichtig dabei auch, dass man den Unterschied hat zwischen Coaching und Beratung. Viele verwechseln das. Beratung heißt, ich sage dir, wie es geht. Das wäre heute mehr, wie wir es heute im Seminar hören werden. Da darf ich was dazu sagen, da darf ich eine ganz klare Stellungnahme machen. Coaching heißt eigentlich mehr, ich unterstütze dich, dass du deinen Weg gehst und mach das systematisch, gezielt mit Fragen, mit Hilfestellungen, mit Techniken. Und wenn man Coaching, würde ich sagen, hier ganz einfach das Werkzeug erlernen, bei Beratung,
Da würde ich jetzt gerade, wenn es ins Vortragswesen gehen, da heißt das, das Spielfeld finden, auf, also sprich auch die Thematik, wo ich als Fachmann dafür stehe. Super. Gut. Jetzt hast du noch eine weitere? Ja, ich hab, guck mal hier. Schieß los. Ja, du bist seit, glaube ich, 25 Jahren ja. Unternehmer. Und wir haben ja den Vortrag heute auch im Zeitalter der digitalen Veränderung. Was waren so deine größten Learnings, die du hattest? Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist, sein Spielfeld zu finden, dann wirklich sich ganz klare Ziele zu setzen, wo will ich hin, aber auch wissen, dass ich wahnsinnig viel Disziplin und Durchhaltevermögen brauche, um das zu erreichen. Dieses, da ist ein Ziel, ich muss nur dran glauben, nein, da muss die Strategie folgen, da muss harte Arbeit geleistet werden, damit du auch wirklich dorthin kommst. Und dann eine unglaubliche Offenheit gegenüber Veränderungen der Umwelt. Wenn man jetzt denkt, was mit dem digitalen Zeitalter, auch wie du es jetzt so ansatzweise angesprochen hast, kommt, aus meiner Sicht, es wird alles digital, was zu digitalisieren ist, wird digital werden. Und das heißt, wir müssen eine unglaubliche Bereitschaft haben, umzudenken. Vor 5, 6 Jahren, wenn du mir gesagt hättest, und Facebook und Instagram oder und, oh, habe ich gedacht, ich bin doch ohnehin schon sehr öffentlich. Muss das auch noch sein? Ja, es muss sein. Wenn du mitspielen willst, musst du Social Media mäßig dich beschäftigen. Und so wird es immer wieder Veränderungen geben. Und das heißt, ganz aufmerksam sein, wie verändert sich das und viel Flexibilität an den Tag legen. Hast du noch eine Frage, Katja, wenn ich dich... So wenn viel, ich so, wie viel Zeit du noch hast. Eine kriegen wir da auf jeden Fall noch hin, wenn du möchtest. Ja, also zwei Sachen sind, die mich sehr interessieren würden. Fangen wir mit der einen erstmal an. Ja, wie du es geschafft hast, also ich beobachte dich auch schon seit vielen Monaten, finde, dass du im Vergleich auch zu den vielen anderen Coaches so eine richtige Marke aufgebaut hast. Natürlich bist du auch schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt, aber die Frage ist, wie hast du die geschafft, diese Marke aufzubauen und was würdest du anderen raten? Das hat, also es ist uns sehr wichtig gewesen und es freut mich jetzt sehr, wir haben das auch wirklich, das darf ich allen Hörern sagen, auch nicht abgesprochen, hier eine Frage im Vorfeld. Es ist mir sehr wichtig, auch das so wahrgenommen zu werden als Marke, weil in einer Welt, in der das Angebot schier übermächtig ist, du willst einen Joghurt kaufen, gehst in den Supermarkt rein und wirst schier erschlagen. Was gibt's alles mit Leid, mit ohne Leid, in den Fruchtsorten, mit so und so viel Fettgehalt und. Du verstehst ja, du hast ja gar keinen Überblick mehr. Und in dieser Welt kriegen wir Sicherheit durch wirklich das Thema Marke. Und wie kommt man dahin? Als erstes wirklich, was ich vorhin schon sagte, du musst für ein Themengebiet stehen. Und wir sind relativ spitz mit meiner Person in den Markt gegangen, um später mit zunehmendem Erfolg nach hinten zu öffnen. Und das war eben das Thema Persönlichkeit, das Thema Motivation und Erfolg. Als dann 10 Jahre später Leute da waren und dann konnte ich weitere Themen bringen, wie das Thema Führung, wie das Thema Lebensenergie, wie das Thema Rhetorik auch. Und dann ist es zu öffnen. Aber am Anfang würde ich mir mein Thema nehmen und wirklich spitz in den Markt hineingehen. Und dann wahnsinnig viel dranbleiben. Ich habe am Anfang Vorträge für umsonst wirklich gegeben, um Praxis zu bekommen, um bekannt zu werden. Und ein Begriff, der auch immer entscheidender ist, der heute viel einfacher ist wie damals, ist das Thema Sichtbarkeit. Dass die Leute dich wirklich sehen, dass sie das erkennen. Und das, da haben wir natürlich mit den heutigen sozialen Netzwerken enorme Möglichkeiten, was früher mit viel mehr Aufwand war. Also, und damals war es wirklich, ich habe Jahre hintereinander gehabt mit 220, 230, 240 Veranstaltungen. Für mich gut, weil ich habe mich trainieren können und da gehen wir auch immer einen ganz harten Verbesserungsprozess. Das heißt, wenn ein Vortrag fertig ist, da kommt sofort, wir nennen das Pop bei uns, permanenter Optimierungsprozess von den Mitarbeitern, das Feedback, um uns wirklich weiterzubringen und wirklich zu sagen, jedes Mal voll auszuspielen und zu sagen,
das war das Beste, was wir heute geben können, aber was können wir zum Morgen verbessern? Ich bin heute Morgen mit meiner Frau Maja in Hamburg, sind wir noch nach dem Joggen entspannt zum Kaffeetrinken gegangen und dann sagt sie so beim Kaffeetrinken, du hast gestern in Hamburg zwei Stories gebracht, probier doch mal aus, das und das zu machen. Ja? Und im Nachhinein dann absolut richtig. Ja? Und das sind so die Nuancen, wo du immer wieder an dir feilst und diesen Prozess der Verbesserung gehst, um letztlich zu diesem State of Excellence dann zu kommen. Okay. Ja, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde hier in einem Interview. Mir macht das so viel Spaß, mit zwei wirklichen, wie ich vorhin sagte, Ikonen des Handballs zusammen zu sein. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Ich sage danke an alle Hörer, die jetzt mit dabei waren. Ich hoffe, jeder kann für sich so ein bisschen was rausziehen aus den Antworten, aus dem Mindset, den wir gerade gehört haben. Mich persönlich würde es sehr freuen, wenn sich unsere Wege mal wieder kreuzen. Die Seminare, das Angebot und natürlich jetzt auch mein brandneues Buch Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung, gerade auf den Markt gekommen. Alles das findet ihr in den Shownotes. Gebt Gas, viel Erfolg, auf bald, euer Jörg und ein ganz herzliches Dankeschön nochmal an dich, liebe Katja, und dich, lieber Wieland. Danke, dass wir dabei sein konnten. Ja.